Genauso hart wie gegen die Korruption ging er gegen das Verbrechen vor. Sein Ziel ist es, Gotham City für all seine Bewohner zu einem sicheren Ort zu machen. Dabei kann er sich auf die Mithilfe seines geheimnisvollen Mitstreiters namens Batman verlassen. Dadurch, dass Bürgermeister Sharp Arkham City ins Leben gerufen und die meisten Aufgaben im Sicherheitsbereich an Tigerwachen übertragen hat, wurde Gordon immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Trotzdem ist er noch stets ein Verbündeter von Batman. So. Gehen wir erstmal hier rein. Jawohl. Ich kann einen ferngesteuerten Batarang benutzen, um Schalter außer Reichweite umzulegen. So, da kommt jetzt dieser ferngesteuerte Batarang in. So, jetzt seht ihr da unten rechts mehrere Möglichkeiten. Rechts Mausklick stabilisieren. Link und rechts ist eine 180-Grad-Drehung. Das ist ein Schub. Und eine Bremse. Ah! Da war knapp. Schub! Da war aber auch noch was da oben. Wie komme ich da oben hin? Ach so. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wie ich da oben hinkomme. Dafür brauche ich noch ein anderes Gerät. Okay. Sonst wäre hier, glaube ich, auch kein Raum, wo ich mich reinstellen könnte. So, da haben wir jetzt auch wieder ein Rätsel. Da ist dieses Bildchen hier. Fällt er aus dem Rahmen oder liegt es in der Familie? Die Kabelpottfeder. Die Kabelpottfeder interessiert mir aber gerade nicht. Wir waren mit dem Narbengesicht dran. Die erste Scarface-Puppe wurde aus einem alten Galgen des Blackgate-Gefängnisses geschnitzt. Irgendwann mit Doppel-R fiel sie in die Hände des duckmäuserischen Arnold Wesker, der seinen Mafia-Clan enttäuscht hatte, weil er sich mehr für Bauchrednerei als für Waffen interessierte. In Weskers Händen wurde Scarface zum seltsamen Mafia-Boss, bis Wesker eines Tages in der Anstalt von Arkham eingesperrt wurde, ohne seine geliebte Puppe. Wesker musste improvisieren und erschuf mit Hilfe von allem, was er finden konnte, einen neuen Scarface, einen, der nach Weskers Abreise aus der Anstalt stumm blieb. Als Joker Arkham übernahm, fand er die Puppe und begann sie zu mögen. Scarface bekam eine grelle Lackierung und eine neue Stimme, ein krankes Lachen und einen kranken Sinn für Humor. Narbengesicht 2 von 2. Nachdem Batman Jokers Aufstand Arkham Asylum niedergeschlagen hatte, schien es so, als sei die Beziehung zwischen ihm und seiner gestörten Scarface-Puppe beendet. Das änderte sich, als ein alter Handlanger des Jokers, Maxi Binks, im Stahlwerk von Arkham City auftauchte. Er hatte Scarface aus der alten Anstalt gerettet, weil er wusste, dass er danach bei Joker einen Stein im Brett haben würde. Maxi war geschickt genug, um Dutzend von diesen Puppen zu bauen, was Joker in die Lage versetzte, jede Puppe zu verstümmeln, die ihn nicht amüsierte. Mit Scarface konnte man lachen, man konnte ihn misshandeln und dann in Stücke hacken. Joker bedauerte nur, dass man mit Menschen nicht ähnlich verfahren konnte und sie so nicht so leicht ersetzbar waren. Oder waren sie es vielleicht doch? Okay. Haben wir hier was Neues? Ach, das Titan auf den Straßen. Da er keinerlei Mitleid für seine Mitgefangenen in Arkham City empfand, veranstaltete Bane eine Reihe von Untergrundkämpfen. Dem Gewinner winkte die Chance, gegen Bane antreten zu dürfen. Als die Menschen in Arkham begannen, über diese Kämpfe zu reden und Joker von ihnen erfuhr, schickte er Bane eine kleine Überraschung. Bane stand kurz davor, Jokers Handlanger zu erledigen, als dieser eine Ladung Titan in seinen Leib jagte und sich in einen monströsen Titan verwandelte. Bane gewann den Kampf nur knapp und stand vor einem neuen Problem. Irgendwie war Titan nach Arkham City gelangt. Er musste dafür sorgen, dass es nicht in die falschen Hände geriet. So. Hier ist viel los. Kampfarena. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Zeig ihm, wen wir hier haben. Und Batman? Suchst du die Bullen?
Den Eismann oder mich? Ich bin nur wegen Freeze und den Geiseln. Man beachte, wie Freeze geschrieben aber ist. Jetzt werde ich mich auch um dich kümmern. Oh, du jagst uns vielleicht Angst ein. Dir wird dein Lachen gleich vergehen. Ach was, echt? Hört zu, man könnte mich einen Sammler nennen. Ich liebe es, das zu besitzen, was andere begehren. Und was ich nicht habe, das hole ich. Okay, es ist so. Ich habe da hinten einen Schaukasten mit deinem Namen drauf, der nur gefüllt werden müsste. Und wie es das Schicksal so will, stehst du gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Also, was sagst du? Wirst du jetzt ein braver Junge sein und dich fein ergeben? Du wirst hier niemandem mehr Befehle erteilen, Cobblepot. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sieh dich um. Dieser Haufen von Psychopathen bettelt nur darum, sich mir anschließen zu dürfen. Aber bedauerlicherweise nehme ich nur die Allerbesten. Und heute wird der Beste derjenige sein, der dich tötet. Kommt raus, Jungs! Zeit für die Aufnahmeprüfung! So, dann zeigt mir, was ihr drauf habt. So sieht denn auch später eine von Riddlers Herausforderungen aus. Okay, dann gucken wir mal, was für eine Maximalkombo ich heute rausholen kann. Nein! Fuck! Ja, hau ihm mit dem Hammer den Schädel ein. So, was haben wir denn noch eigentlich an Waffen? Ich will sein Gesicht sehen! Nix. Setze im Kampf 3 Schnellfeuer aus, was wir schon an. Okay, habe ich gemacht. Tun sollen, Batman. Was passiert jetzt? Du bringst mich dazu, die großen Kaliber aufzufahren. Oh nein, ist da. Ein Titan-Typ. Okay, ich wusste es. Ich wollte ein bisschen spielen. Ist mir gelungen. So, die kann man jetzt nicht mehr so machen wie früher. Er freut sich offenbar nicht, dich zu sehen, Batman. Viel Glück. Die müssen wir jetzt anders bekämpfen. Müssen wir jetzt nämlich mit dem Ultra betäuben und dann verprügeln wir ihn. So, da kann man ihm jetzt nämlich Befehle erteilen. Titanangriff. Ja! Und dann können wir noch die Titan-Schockwelle machen. Ja! So, einmal rum und einmal die Schockwelle. Pams. So. Ich will eigentlich erstmal nur den Titan-Typen K.O. hauen. Ja.